fahren wir nach Nürnberg, oder? Okay. Dann okay, muss dann ich aber auch. Beginn so mal die Aufnahme bitte jetzt. Muss ich ganz weit nach links? Muss ich ganz ja, ich jetzt links. Auch. Also mach Steinbruch ist das. Dann machen wir nach Brno, oder? Nein, nach Nürnberg. Jetzt fang an. Meine Aufnahme läuft los. Ja, du spackst gerade ein bisschen. Dreh noch mal ein bisschen. Jetzt mach. Ah, gut, jetzt. So, hallo meine lieben Leute und willkommen in Folge 26 bei Let's Play Euro Truck Simulator 2002. Entschuldigung. 2002. Ja, 2000, Entschuldigung, und 2 habe ich gesagt. Also ich nehme die jetzt an. Fracht mal. Raha. Nach Nürnberg. Stocks, Ding ist da. Ist da, ist da. Hey. Nein. Kommst du? Ich warte hier kurz auf dich. Du müsstest bei mir eigentlich vorbei. Yep. Oh, rot. Grün. Ich komme. Obacht, ich düse schnell vorbei. Nein, hier sind nur 50. Na ja, gut, ich fahr doppelt. Ah. Ist hier nur 50? Ja, jetzt ist unbegrenzt. Aber für uns immer noch nur 50. Oh. You left us. 80. So schön ohne Hänge zu fahren. Im Schnee. Der nicht auf der Straße liegt und auch kein bisschen Eis oder sowas. Und es ist auch ganz warm im LKW. Psst. Verrat doch nicht alles. Upsalala. Ist ausgerechnet in der Rechtskurve an den Gegner. Das ist so unfassbar. War bei mir auch so. Ach was. Hast du eine Kurve? Ja, ich war ein bisschen weiter vor dir. Ja, 20 Meter. Okay. Schnell fährst du. 130. Dann mach mal Platz. Ah, du kommst schon, ne? Ui, ich sag, ja. Oh, oh. Autsch. Hui. Autsch. Oh, da sind welche, Vorsicht. Ich seh's. In der Kurve. Und wir hätten so schön vorbeiziehen können. Was hältst du an, Mensch? Ah, Idiot. Ja, warum ist der Depp so langsam gefahren? Aber warum hältst du denn an mitten auf der Straße? In die Kurve? Weil der mir im Weg gestanden war, sonst wäre ich den rein. Oh, der bremst mal einfach nur ab. Ja, dann hätte ich ihn trotzdem voll neu gerammt. Vorfahrt achten, also der Zug, der von rechts kommt, hat Vorfahrt, ne? Quatsch, ist ja Vorfahrt achten. Kein Bahnübergang. Einmal kurz auf die Vorfahrt achten und dann abhauen. Ja. Egal, ob einer kommt oder nicht. Also ich bremse jetzt, weil ich rechts abbiegen muss, gell? Wie schön, dass du das ankündigst. Ja. Bitte rechts bleiben. Spackst ja schon ein bisschen, ne? Und du warst gerade schon ein bisschen auf der Seite. Nein. Gar nicht. Und ich werde fast reingefahren. Das nur weil du bitte zu. Das sah nur so aus. Hey, das sah nur so aus. Du hängst einfach nur zu sehr. Mhm. Ja, das war, weil ich links bleiben wollte, habe ich stärker eingelenkt. Hatte ich auf meine linken. Wenn ich auf meiner linken Spur bleiben wollte, habe ich stärker eingelenkt. Nur weil du wieder dein Ding deswegen, Motorrad machst. Deswegen bin ich fast gekippt. Hey, ich habe gar nicht getunt, wie ich es eigentlich vorhatte. Wir wollten lackieren, aber das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Bremsen! Voilà. Das finde ich aber cool, dass man da jetzt so ein bisschen weiter rausfahren muss. Ach, ich fahre jetzt auch einfach mit rein. Ich auch. Wadla, leer. Einfach rein. Was brauchen die anderen da alle so lang? Keine Ahnung, der MAN hier ist gerade voll gegen den Zaun gefahren, einfach geradeaus weiter. Hast du gesehen? Drift. Naja, gut, so wirklich Drift war das jetzt nicht.
gut für die Stoßdämpfer mit 80 der Runde. Ja. Ist das jetzt hier schon? Ja. Uiuiui. Das war nicht weit. Wo ist er denn? Was darf ich denn fahren? Hallo? Wo ist meine Fracht? Die haben. Die haben hier noch einen anderen Stack. Da unten ist ja markiert. Die muss. Hast du auch Radlader? Ich weiß es noch nicht. Ich muss da runter. Tonnen. Jetzt kann ich aber das hier mal machen. Das will ich eh schon. Oh, ach nee, das war in unserem privaten Spiel. Nein, ich hab keine. Was? Keine Radler? Ich hab Rohre. Ah, 22 Tonnen, die großen Stahlrohre. Oder Eisen. Boah, wie steht der da? Das ist so wie das aber nichts mit ankoppeln. Soll ich dich wieder einweisen mit Landwirtschaftssimulator? Ach, das ist gar nicht meine gewesen. Mensch, der ist so deutlich markiert, da ist so ein dicker, fetter Pfeil oben drüber, Buddy. Einfach. Ich hab aber Ahnung, du anscheinend nicht. Da stehen drei Hänger ineinander. Ach, das Erz da oder was? Was ist das? Und mein Hänger ist halt mal der kleinste Hänger gewesen. Ja, das passt, du hast auch so einen kleinsten. Bildschirm bestimmt. Oh, ja, 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 ja. Boah. Wie schwer sind wir denn? Da bin ich auf die Volvo-Leistung stark, allerdings nicht so ganz auf die Traktion. Rückwärts den Berg hoch. Ja? Mit 16 Tonnen hinten ran. Mach das mal nach, mein Freund. Mir lang vorwärts. Oh oh. Die lang vorwärts. Da hast du ja schon deine Probleme, oder? Entschuldigung, das passt. Erster Gang. Sehr gut. Ja, soll die auch mal machen. Ich hab doch. Achso, das habe ich noch gar nicht umgestellt jetzt. Ich muss oben gleich nochmal kurz was umstellen. Musst du noch kurz warten auf mich. Hahaha, der mit den Eisenhorn steckt fest. Oder? Schadenfreude? Naja, ne, 22 Tonnen. Mit Schwung. Auf geht's. Schwung, Schwung, Schwung. Motor an und rollt rückwärts weg. Nee, das ist einfach zu schwach. Ist auch ein MAN, was er zuhört. Oh oh. Ich feier das Bild gerade. Es tut mir ja leid, aber ich finde das ist. Ach ja. Bleib bitte mal kurz da stehen, ja? Ich muss mal wirklich ein Foto machen da gerade. Du kannst mich mal. Ich arbeite mich da hoch. Aber das ist jetzt cool, da drehen jetzt wirklich die Räder durch. Ja, ja. Sieht man hier sogar. Oh, ich hoffe, ich habe mich jetzt sogar noch drauf gehabt. So. Normalerweise kann ich ja am ersten mit 10 km/h fahren, jetzt aber nur mit 8. Weil einfach alles durchdreht. Ja. Und das finde ich echt gut gemacht. Ach Mensch, ich muss das jetzt kurz machen. Ich hoffe, jetzt stecke ich nicht fest. Ich schon. Das irgendwie. Finde ich, wird die Folge jetzt nicht so lang. Wir müssen noch 280 Kilometer fahren. Ja, das ist nicht so viel. Wie lange haben wir jetzt schon? Moment, sag ich dir gleich. Ich suche nur gerade schnell die Einstellung. Ich fahr schon mal langsam vor. Nee, warte, dann bin ich oben bist. Ich bin schon langsam vorgefahren. Nee, warte.
Entschuldigung. Ach so, das erklärt einiges. Wenn der Motor auf ist, werde ich wohl kaum bergauf beschleunigt werden. Gute Logik. Ach, dem den Eisenbahn ist auch schon oben. Da kriegt man jetzt einen Schnee ins Gesicht. Was für eine blöde Ansicht. Nach hinten? Das ist ja total bescheuert. Ja, zum Einparken oder sowas ist das. Achso, ja gut, dann ist eine ganz bescheuert. Oh. Du pfeifst. Die Ansicht kenne ich aber noch gar nicht. Ich? Ja, gerade eben. So. Ah, da vorne bist du. Ah, wieso fährst du denn so weit voraus? Welche Ansicht war denn das? Welche? 8? Nee. Die nach draußen ist 5. Genau. Sehr lustig. Und du kannst auch einfach die Maus nach links drehen. Ich glaube, das kommt so ziemlich aufs Gleiche. Ja, ich weiß. Ich fahre eh immer, also nicht immer, aber meistens mit Spiegeln. War ich am liebsten. So, ja, ich habe sie nur links. Also die sowieso schon da sind. Kannst uns eiern, weißt du schon. Ah, jetzt müssen wir doch bitte Gas geben, dass wir die überholen können. Nutzt er wieder seinen Schwung aus. Du hast gesagt, Gas geben, damit wir die überholen können, ja? Und ich warte wieder natürlich. So ist das. Das ist der Dank. Ja, ja. Komm, gib Gas. Wie viel wiegt deine Fracht jetzt? 16. Ach, 16. Weiß ich, meine LKW jetzt auch schwer tut. Also ich muss mal den 120 PS stärkeren Motor nehmen. Ich auch. Hat er mal. Wann kaufen wir uns einen neuen LKW? Ich dachte, wir wollten die erstmal lackieren, Buddy. Und wir brauchen auch keinen neuen kaufen, wir können die aufrüsten. Ich meine, solange wir die Werkstatt nicht aufgerüstet haben, können wir eh keinen neuen kaufen. Also. Ja gut, aber bei dem Aufrüsten bringt nicht viel. Wie gesagt, ich hab's ja schon mal erwähnt. MAN ist halt in echt eine Qualitätsmarke. Kriegst du nicht kaputt. Manchmal zu viel. Dafür sind sie halt nicht so schnell. Nicht so stark. Aber schön sehen sie aus. Schön und robust. Der Tank ist kleiner. Und das macht ein LKW aus. Nur das. Der kleine Tank. Auf Dauer. Du spackst auf Tank, als Tank. Der Tank war das, sagt aber egal. Der Tank auf Dauer. Das macht ein LKW aus. Und ja, ich habe schon verstanden, was du. Ich glaube, der Zuschauer auch. Ja. Der will mich immer falsch verstehen. Ist so auch immer. Ja, weil du das, weil du das immer so pervers machst. Dann will ich das falsch verstehen, dass du das eben nicht so bist überhaupt. Das sehe ich gar nicht mehr. Ja. Ist das ein Wunder? Wie schnell wärst du? 150? 150? Nee, ich fahre jetzt so 110. Du? Schön. 90. 95. Das ist echt. Gut, dann halte ich. Hallo, es geht bergauf. Da vorne kommt Tanke. Eine. Ich sehe noch nicht mal eine Tanke. Ah, da vorne kommt eine, da halte ich. Upsala. Gerutscht. Ah, oh, gut, 7%. Da war ja von vorher auch schon was. 6% oder so kam jetzt einer dazu. So ein Leitposten.
1-2%. Du? Nein, ein Leitpfosten. So, ja, so, eine in dem Erfahrung. Fall. Eine. Hast du das studiert? Bist du da Professor drin? Nee, ausprobiert. Das hatte ich damit eigentlich jetzt gemeint. Aber so. Also, da ist die Tanke. Guck. Hab ich aus Versehen mit der F9 gedrückt, verdammt. Wieso drückst du öfter mal aus Versehen F9? Weil ich F5 drücken will. Und ich einfach am falschen Block bin. Von den F-Tasten. Ganz einfach. Ja, wo bist du jetzt ungefähr? Oder wie viel noch zur Tanke? Ich sehe die Tanke schon mal. Noch 2 Kilometer. Hier steht zwar 200 Meter, aber es sind in dem Spiel dann doch 2 Kilometer. Diesel ist hier relativ günstig. Ich würde hier tanken. Bin noch fast voll. Habe jetzt auch nur 227 Liter getankt. Ja, du warst überhaupt nicht weit weg. Was beschwerst du dich denn eigentlich so? Nicht weit weg. Ja, ich konnte nicht mal tanken. Du warst schon an mir vorbeigebraust. Ich hab dich Ewigkeiten nie gesehen. Ja, weil sie kurvig ist. Da sieht man nicht mehr als 100 Meter. Auf der Karte auch nicht. Ja, verschwindet der Punkt. Den hat sie hingehauen. Echt? Mach nochmal, ich hab's nicht gesehen. Oh, ein Zug. Ich muss warten. Ah, das trifft sich. Also, ich hätte jetzt eh gewartet, aber. Ja. Muss er auch warten. Oh. Vorsicht! Ach, Mensch, fährt der Alpha rückwärts. Ah, da kommt der Zug. Du fährst drüber? Der Zug fährt bei mir gerade vorbei. Jetzt geht bei mir ist die Schranken gehen gerade bei mir auf. Der überholt mich. Was ist das für eine? Guckt er zurück? Niemals! Ja. Wird überholt in den Kurven. Das darf nur ich. Mhm. Es dürfen nur Leute, die es nicht können. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht. Sonst werden dich so einige überholen, das wird so einige Male schief gehen. Und wirst so einigen Schaden. Immer nur so auf eine Seite gerade. Was? Hä? Was war denn das linke jetzt gerade? Was denn? Bei dem zwischen uns ist gerade bei mir urplötzlich während der Fahrt ist so Rückwärtsfahrlicht angegangen und der Piepton. Für eine Sekunde vielleicht. Oh. Und dann war es wieder aus. Während der Fahrt. Hat er da gerade wirklich überholt? Blöde Sau. Alter. Was machst du denn? Bremsen. Idealerweise am Standstreifen. Wir haben 20 Minuten. Warum? Ungefähr 20 Minuten. Oh. Und wir haben ja noch 111 Kilometer. Und da kommt keine Tanke. Nee. Müssten wir illegalerweise am Standstreifen halten. Dann tun wir das mal, oder? Oder einfach ganz schnell jetzt. Ja, wir lassen einfach weiterlaufen. Und dann setzen wir den Katalog. Okay, dann machen wir das, oder? Dann bis zur nächsten Folge. Moment, wer macht die Anmoderation? Weil das müssen wir jetzt dann schon alles abklären. Wer macht die Anmoderation? Ich glaube. Ja, ich bin dran. Folge was waren wir? 26 haben wir gerade. Also ich bin dran.
Ja, dann bist du 27. Also mir das nicht notieren. Okay. Also dann sehen wir uns in Folge. Nee, mach du die Abmoderation, dann kann ich gleich reden. Also dann sehen wir uns in Folge 27 ab. Wow. Jetzt.